Hallo und herzlich willkommen hier bei mir aus der Küche. Man sieht hier an meiner fischen Haarfrisur, der Lockdown hat mich voll im Griff. Ich muss nämlich unbedingt zum Friseur. Zum Glück sehen mich dafür auch nicht so viele, außer hier 30.000 bei YouTube, ne? Ja, hier wird heute fleißig gepackt. Also hier bekommt einer von mir eine Sendung, der bekommt keine, was ist das? Bambusspiegel, sondern ich verwerte immer gerne alle Kartons, die ich so habe. Und ja, wir machen hier Versandtag. Hier werden gerade Shirts, Poster. Mir ist auch dabei mit dem Zollstock und ärgert mich. Und hier werden gerade, das sind Chili-Beißer und hier waren mal Tatar-Beißer drin versendet. Ich packe jetzt mein Zeug. Ich esse jetzt noch eine Pre-Workout-Mahlzeit und dann geht's in die Eisenhöhle und euch nehme ich dazu mit. So, herzlich willkommen. Oh, erstmal warten, bis ich scharf bin. Bin zwar eigentlich immer scharf, aber nicht hier auf der Kamera. Und jetzt wird erstmal Schultern trainiert. Heute gibt es ein bisschen schnelleres Schulterworkout. Hab mir Miljan dabei, sitzt hier in seinem Stuhl und einen Fernseher, der wird da oben an die Wand gehängt, falls ich mal Cardio mache oder für Motivationsvideos. Ich habe was Cooles gefunden, ich zeig's euch mal. Und zwar Mr. Olympia 2000. Und noch ein paar andere, Generation Iron. Und ja, ich mache jetzt erstmal mein Schultertraining. Und den Miljan habe ich versprochen, weil ich den Fernseher hier hingestellt habe. Wie gesagt, er wird da hochgehängt noch. Und Miljan darf ein bisschen Fernsehen gucken. Was guckt der da? Motorradstunts. Jetzt gerade mit dem Quad. Ist das coole, Miljan? Ja. Gut, ich trainiere jetzt, ne? Gut. Cool. So, ihr Lieben, das Schulter-Trizeps-Training ist beendet. War ein relativ knackiges Training. Habt gesehen, ich habe nicht so viele Übungen gemacht. Seitheben, Kurzhantel, Schulterdrücken, Multipresse, Butterfly Reverse am Kabel. Danach nochmal Frontheben, danach nochmal Seitheben am Kabel. Finde ich ganz wichtig, damit man auch den unteren Bereich des Seithebens mitnimmt. Dann, ich glaube, 6 oder 8 Sätze Trizeps am Kabel und last but not least Kickbacks mit der Kurzhantel. Also kurz und knackig. Jetzt gibt es einen leckeren Tank-Up und dann nehme ich euch mit. Aufgepasst, wo ich euch mitnehme. Kurze Werbeunterbrechung. Ich hoffe, das Video hat euch bis hierher gefallen. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, macht die Sandwiches nach. Die waren mega, mega, mega lecker. Und ja, wir sind zurück in der Eisenhöhle. Es gibt ein neues Produkt von ESN. Oder vielmehr zwei neue Produkte. Ein großes, ein kleines. Das kleine ist UC2. Und zwar ist das ein undenaturiertes Typ 2 Kollagen. Einfach mal googeln, nachlesen oder direkt auf der ESN-Seite in der Produktbeschreibung lesen. Ein sehr aufwendig hergestelltes Typ 2 Kollagen. Wirkt über eure Kollagenrezeptoren und kann Knorpelschäden verhindern, aber gewissen Maß sogar Knorpel aufbauen wirken. Sehr interessant. Ich habe es selber vorher nicht gekannt, diesen Prozess. Lest euch auf jeden Fall mal durch. Gibt es im ESN-Shop.
Und was es auf jeden Fall noch neu gibt, ist das neue Isoclear. Ich liebe, liebe Isolats auf Wasserbasis. Und das ist eins in dem neuen Geschmack Blackberry. Habe ich selber getestet. Tue ich mal. Mega lecker. Was soll ich auch anderes sagen, aber ist wirklich mega lecker. Also ich liebe wirklich Whey Isolat auf Wasserbasis. Ich muss euch ein Geheimnis verraten. Früher, als ich bei meinen älteren Sponsoren war, die hatten kein Isolat auf Wasserbasis. Dann musste ich es mir heimlich von Fremdfirmen kaufen. Und ja, deswegen super happy. Auf jeden Fall kaltes Wasser verwenden, dann schmeckt es noch besser. Und wenn ihr einkaufen wollt, mich supporten wollt, dann könnt ihr meinen Code nutzen. Der Code lautet BEEF. Und auf der ESN.com Seite, die ist jetzt ganz neu, beziehungsweise neu aufgelegt, nicht im Fitmarkt-Shop, da könnt ihr natürlich auch einkaufen, ohne Frage. Aber wenn ihr mich supporten wollt, kauft im ESN-Shop ein, nutzt meinen Code BEEF und die aktuellen Rabattaktionen, was ihr wie sparen könnt, das findet ihr immer direkt vorne auf der Startseite. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich mach weiter. Ciao. So, da sind wir wieder in der Fleischerei Schäfer. Mal gucken, wo der Chef hier ist. Klopf, klopf, klopf. Da ist er, guckt mal. Servus. Da ist er. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ich bin ein bisschen spät dran. Viertel vor acht. Ui, Viertel vor acht, Zeit zum Essen. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon angekündigt habe, aber auf jeden Fall bin ich der Fleischerei Schäfer und wir wollen euch was Leckeres zu essen machen. Ich habe eine Instagram-Umfrage gemacht. Ob ihr Bock habt, dass wir euch mal wieder was Leckeres zu essen servieren oder beziehungsweise zeigen, wie man es nachmachen kann. Und das war meine Idee. Ich hatte irgendwie mal Bock auf Sandwich. Und deswegen gibt es heute Sandwich, oder? Es gibt Sandwich, wenn man es vorbereitet. So, was gibt's denn hier Leckeres? Also wir versuchen das ja so clean wie möglich zu machen. Wir haben hier einen körnigen Frischkäse, den haben wir ein bisschen aufgepäppelt. Geil. Dann haben wir Guacamole selbst gemacht, nach Timos Rezept. Ist das mit Avocado und so? Mit Avocado, Zwiebeln, Tomate, Knoblauch, Zitronensaft, also Salz, Pfeffer, mehr ist es nicht. Geil. Dann haben wir Rucola, weil das ein schöner Salat ist mit ein bisschen Geschmack. Ein paar rote Zwiebeln, Radieschen und hier Kalbsbraten, Es würde nur ein bisschen knapp werden für den Tim. Ich wollte gerade sagen, willst du eigentlich auch was essen? Ja, ich muss dann Hähnchen essen oder Bude. Okay, also das wird Sandwich. Und noch was ganz Cooles, und zwar unser Bäcker, also man merkt schon hier, das ist halt Dorfleben live, bei uns ist alles Hand in Hand. Der Landwirt, den kennen wir, den Fleischer, den kennen wir auch, da ist er. Den kennen wir, ja. Und den Bäcker kennen wir auch, das ist die Bäckerei Brandau aus Ransbach, das ist nämlich mein Wohnort. Bäckerei Brandau ist quasi mein Nachbar, der Daniel Brandau, genannt Schorsch. Also Schorsch, liebe Grüße. Und der hat extra für uns, oder erzählst du es, du hast es bestellt, der hat extra für uns was gemacht. Der hat extra für uns ein Brot gebacken, ohne Mehl, ohne Weizenmehle und ohne Hefe. Also das besteht fast nur aus Körnern. Okay. Wir haben auch die Nährwerte dabei. Das gibt es hier zu kaufen, das gibt es bei ihm in den Filialen zu kaufen. Und wir testen es heute mal, also es cool. Ist ganz neu. Das dann ist lange auf dem Markt. Hör mir jetzt auf zu labern, ich habe nämlich einen mega Hunger. So, eins ist schon fertig. Da. Und das zweite wird fertig gemacht. Übrigens, guck mal, was der Schäfer hier für einen Ärmel langsam kriegt. Ja. Der fängt nämlich an, wieder zu trainieren hier. Ich kann halt immer neben den ganzen Fitnesssportlern stehen und aussehen wie so ein Lauch. Ja, holt meinen healthy Steak und dann hat sie hier die dicke Speckbombe. Das geht doch nicht. Also jetzt hat er hier dieses Brot genommen, den Körnigen Frischkäse. Das erklären wir euch gleich noch, was da alles drin ist und wie das gemacht ist. Guacamole. Dann hat er Rucola drauf gemacht, da passt die so schnell, ich komme gar nicht hinterher. Das ist den Kalbsbraten. Also quasi in der Reihenfolge erst das, Rucola, Zwiebeln, Radieschen, Fleisch und dann hier. Mr. Saltby. Delicious. Schön. Was hast du da für Stegpfeffer? Das ist unser prämierter Stegpfeffer, den wir immer auf deine Steaks machen. Der Stegpfeffer Ontario von Raps. Kann man den kaufen? Wir geben den Leuten immer dazu bei den Steaks. Hast du den im Online-Shop? Ich mache meistens. Wahrscheinlich müssen wir es bald im Online-Shop machen. So sieht es jetzt aus. Und jetzt machen wir auf den Deckel noch die Guacamole. Ach so, auf den Deckel kommt die Guacamole. Die machen wir auf den Deckel, genau. Sieh dir, Basti, der ist wieder so schnell hier, Mensch. Ja. Da haben wir auch ein richtig geiles Rezept vom Timo. Das verraten wir euch auch, dass ihr das alles wirklich nachmachen könnt. Ja, das müsst ihr mir sagen. Ihr schreibt es auf und ich poste das dann hier wir erklären's auch im Video.
gleich nochmal ganz kurz, wie es hier gemacht wird. Und neue Folge von Tim in Gefahr. Ah. So, welches davon darf ich? Die sind beide für dich. Oh. Die werden zwar nicht reichen, aber wir haben ja noch ein bisschen was da. Das ist ähnlich wie beim Hamburger. Gibt ein bisschen Sauerei, aber... Boah. Es sind halt viele Geschmäcker da drin. Das ist halt irgendwie geil, gell? Du hast die Guacamole. Du hast den Frischkäse mit ein bisschen Chili gemacht. Den Steakpfeffer, Rucola. Also es ist wirklich was Feines. Und ganz schnell gemacht, also... Auch mit dem Rucola ist geil. Der schmeckt mal richtig raus, so, ne? Ja, wir haben extra gesagt, der Timo ist ja heute nicht da. Er ist mit der Familie verabredet. Den müssen wir entschuldigen. Timo, danke. Das ist der Koch hier des Hauses. Mega cool. Und vor allem was cool ist, dadurch, dass es alles kalte Zutaten sind, muss man sich nicht beeilen, sondern kann auch eben das sich Zeit lassen. Das ist ein super, super, super Essen, wenn man Besuch hat, wo man einfach so ein paar Dinger vorbereitet, stellt sie auf den Tisch. Mega gut. Also halt auch für... Man sieht ja, es sieht auch sehr, sehr cool aus. Also. Ja. Das wäre auch sowas für so für Silvester oder sowas, ne? Das kann man sogar als Fingerkuchen machen. Eine riesen Platte auf dem Tisch so, ne? Wenn man es ein bisschen kleiner macht. Also zur Herstellung der körnige Frischkäse, da haben wir extra die Light-Variante genommen. Da haben wir einfach von unserer Chili-Marinade drunter gemacht. Man kann natürlich auch Kräutersoßen drunter machen oder irgendein Chili-Ketchup oder sowas, den man daheim hat. Und verrührt das einfach. Habt ihr noch Gewürze reingemacht? Salz oder so? Ne, den haben wir wirklich nur mit unserer Marinade gemacht. Mhm. Den Kalbsbraten, man kann Rostbeefbraten oder Rostbeefaufschnitt nehmen. Man kann aber auch, wir haben aber hier Geflügel, weil wir das Rind für den Tim aufheben. Nicht, dass er Hähnchen essen muss, das können wir nicht wieder antun. Oh. Radieschen, rote Zwiebeln und den Rucola haben wir genommen, weil der Rucola halt so einen richtig schönen Geschmack hat. Mhm. Das war was anderes. Und Guacamole wird ganz einfach gemacht. Also mal eine kurze Rezeptzusammenstellung. Zwei Avocados entkernen, schälen, das ganze Fleisch, das ganze Fruchtfleisch ein bisschen vorschneiden. Dann kommt eine Knoblauchzehe. Fruchtfleisch vorschneiden? Ja, also von der Avocado? Ja, wir schneiden das immer ein bisschen klein. Dann haben wir eine Prise Salz und Prise Pfeffer dran gemacht. Mhm. Von den roten, also von den roten Zwiebeln, von den Schalotten haben wir noch was dran geschnibbelt, schön klein. Und haben, das ist so ein bisschen... Also von den Schalotten heißt von den roten Zwiebeln. Genau. Habt ihr was klein geschnibbelt und ans Guacamole genau. Und dann sind hier noch so kleine rote Punkte drin. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Hack wieder vom Timo gewesen. Das ist von der Tomate das Frucht, also das, die äußere Schale. Wie kriegt man den ab? Wir haben das halt mit einem scharfen Messer dünn abgeschnitten, haben es in kleine Würfelchen geschnitten, haben alles schön püriert. Dann zum Schluss noch einen Schuss Zitronensaft, also eine Zitrone ausgepresst, am besten eine Bio-Zitrone. Und als ganz kleiner Hack so ungefähr so 2-3 Esslöffel voll Sahne, kann man auch Leitsahne nehmen, dann bleibt es, so wie man das jetzt hier sieht, schön cremig. Und Knoblauch. Ist da Knoblauch dran? Das ist Knoblauch dran, ja. Aber das gibt dem Ganzen halt so einen richtig geilen Geschmack. Gut, ja. Also, der Timo kriegt, wenn er Montag da ist, als Hausaufgabe, dieses Rezept aufzuschreiben. Und das wird dann gepostet. Ich weiß nicht genau, ob das geht, aber ich glaube, es wird unter dem Video gepostet. Ansonsten blenden wir euch das ein. Genau. Richtig gut. So, Sandwich vernascht und wir sind gerade auf dem Weg nach vorne. Der Laden ist ja eigentlich geschlossen. Basti, du hast eine Überraschung für mich, hast du gesagt. Ja, wir haben jetzt auch noch Eis hier zu verkaufen. Eis? Lecker Eis. Nachtisch? Ja, und zwar ist das hier von der Yogis Eiswerkstatt aus Hettersdorf. Und die hat das Besondere an ihrem Eis, ist, dass das ohne Aromen ist. Also das ist, zum Beispiel hier haben wir Mango und da sind Mangos drin. Und kein Mango-Aroma. Ach geil. Keine Zusätze. Also handgemacht auch. Ne? Handgemacht, ja, die hat das zum Beispiel gestern gemacht und hat heute geliefert. Ah, mega geil. Haben wir von Tim auch ein kleines Eis. Das ist doch für mich, oder? Ja, das kleine, ja. Also, ihr seht schon, es ist prall gefüllt. In der Fleischerei Schäfer gibt es wirklich nur gutes Handwerkzeug, kann man sagen, oder? Ja, Handwerk. Irgendwie geht alles Hand in Hand. Schön. Alles auf Nachhaltigkeit bogen. Schön. Also, dann gib mal her das Eis. Ja. Joghurt. Und das esse ich jetzt der lieben Tina weg. Tina ist eine Mitarbeiterin. Ich hoffe, sie verzeiht es mir. Sorry, Tina. Ich kann nicht anders. Ziemlich hell, wir sehen ziemlich müde aus, aber wir haben im dunklen Büro da hinten, im dunklen Büro haben wir das leckere Eis vernascht. Ich habe sogar zwei bekommen. War ganz, ganz lecker, haben wir euch ein bisschen vorenthalten. Wir haben einfach mal so ein bisschen freundschaftlich gequatscht, war ganz schön. Jetzt ist es schon relativ spät, jetzt geht's nach Hause.
mega Wintereinbruch, deswegen muss ich langsam fahren. Und deswegen danke fürs Zuschauen. Servus. Bis zum nächsten Mal hier in der Fleischerei oder bei mir zu Hause oder in meiner schönen Eisenhöhle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal einen Kommentar, was euch gefallen hat oder ob euch gefallen hat oder was ihr gern sehen möchtet. Und dann schauen wir mal, ob wir das mal für euch planen. Wie gesagt, ein schönes Burger-Video ist in Arbeit. Also, ciao, ciao. You're doing what they can't do. They want to bring you down with them. Believe in yourself. Don't ever doubt yourself. Don't ever let someone take your passion from you. Don't ever let someone make you lose focus on what you're trying to achieve. You keep working towards your fucking goals and you don't stop. You never stop. Because the moment you stop, you let them fuckers win. You let that negativity bullshit get in your head and you let them win. So keep giving something to hate on. Keep getting better. Keep improving yourself. Every day, keep improving. Do something better. You think things are gonna just go your way? Well, they're not gonna just go your way. You gotta make them go your way. You think things are gonna just happen for you? Well, they're not just gonna happen for you. You gotta make them happen. Go make things happen. You to think about your dream and envision it. And even though you face disappointments, even though you will experience some setbacks, it goes with the territory. Nobody believes in you. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day, and say to yourself, it's not over until I win.